Es hatte immer für mich eine besondere Bedeutung, dieser Jesus. Obwohl ich manchmal sogar betete, Jesus, lass mich in Ruhe, ich will Marxist sein. Ich bin aus einer katholischen Familie in einer kleinen sauerländischen Stadt. Und politisch war ich auch immer in der Jugendorganisation der Partei, die ein C im Namen hat. Habe mich da engagiert, war im Landesvorstand der Schülerunion. Und als ich dann ein Flugblatt schreiben sollte gegen die damalige Landesschülervertretung, da fiel mir auf, dass das Programm der Sozialisten doch eigentlich viel ansprechender ist als das Programm der bürgerlichen, kapitalistischen Parteien. Und so habe ich mich einfach da reingestürzt, habe die Seiten gewechselt. Zunächst war mein Mitgliedsein in sozialistischen Organisationen etwas konfus. In der SDRJ haben wir wenig Aufbauendes gemacht, sondern mehr Zerstörendes. Wir haben Parteitage der CDU besucht, wo wir Transparente hochhielten, ihr versaut uns die Zukunft, wir versauen euch diesen Abend. Wir haben Mauern besprüht, wir haben ja, eine Kaserne gestört, dort einfach Bäume gepflanzt, um die Soldaten zu irritieren. Wir haben uns für die Befreiung von Mandela in Südafrika eingesetzt, aber auf seltsame Art und Weise. Wir sind in Läden gegangen, haben Produkte, Cape-Früchte aus Südafrika auf die Straße geworfen. Aber wir haben auch Banken besetzt, die sich negativ in Südafrika engagiert haben, wie zum Beispiel die Deutsche Bank in Attenhorn, die ich mit 6, 7 Punks aus der SDRJ abgeriegelt hatten. Wir hatten mit Ketten diese Bank zugeschlossen, dass die, die drin waren, nicht rauskamen. Das hat natürlich nichts geändert. Das hat auch niemand für den Sozialismus gewonnen, sondern ganz im Gegenteil, Menschen empört. Und ich durfte nach und nach erkennen, dass man so eben Menschen für diese Idee der Gerechtigkeit, des Sozialismus nicht gewinnen kann, sondern dass man sich wissenschaftlich mit Marxismus auseinandersetzen muss. Und so habe ich mehr und mehr mit dem Marxismus eingelassen und dachte, in der 4. Internationale dieser marxistischen Partei nicht nur gute Analysen zu finden, wie die Welt funktioniert, sondern auch eine gute Perspektive, dass Menschen, wenn sie die Welt verändern, wenn sich die Bedingungen hier verändern, wenn wir eben eine bessere Verteilung der Güter haben, dass dann der Charakter der Menschen sich auch ändern könnte. Was mir in der 4. Internationale so wertvoll war, war, dass es eine Weltpartei ist, dass ich verschiedene Länder bereisen konnte, dort politisch aktiv war und sofort merkte, ich bin dort mit Gleichgesinnten. Ja, wir haben viele Wahlkampagnen gemacht, wir haben in Europawahlen teilgenommen. Ich selber war Spitzenkandidat in Baden-Württemberg für meine Partei. Wie konnte ich mich da so lange engagieren? Ich habe mich so gründlich auseinandergesetzt mit Marx, mit Engels, mit Lenin, habe die Schriften gelesen. Aber tief in mir drin konnte ich nie von diesem Jesus lassen. Nach Jahren fragte mich der Parteivorsitzende, du warst doch mal Christ. Bist du das noch? Ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Ich will auch nicht mehr, aber wenn man mir ein Kruzifix mit Jesuskörper dran gäbe, ich könnte das nie auf einem Stein zerschlagen. Es hatte immer für mich eine besondere Bedeutung, dieser Jesus. Obwohl ich manchmal sogar betete, Jesus, lass mich in Ruhe, ich will Marxist sein. Und so habe ich mein Leben immer weniger mit Jesus gelebt, den ich gar nicht wirklich kannte. Ich kannte ihn nur aus diesen katholischen Häppchen, die ich in meiner Jugend mitbekommen hatte, habe ich mich mehr und mehr der Idee des Sozialismus verschrieben. Bis ich dann selber vor über 10 Jahren in eine Lebenskrise kam, habe ich mich auf den Jakobsweg aufgemacht. Und auf dem Weg von Pamplona in die nächste Stadt traf ich einen jungen Mann. Er nannte sich Jesus Freak. Ich weiß noch, dass er Falco hieß. Und er fragte mich, als er sah, dass ich eine Deutschlandfahne auf dem Rucksack hatte, du deutscher Pilger, hast du eine Bibel dabei? Und ich sagte, nein. Und da gab er mir eine Bibel, ungefähr so groß wie diese. Dann brauchst du meine. Er hat mir die geschenkt. Er hatte sie total zerlesen. Er hatte viele Markierungen darin gemacht. Und in den Wochen auf dem Weg nach Santiago habe ich jeden Tag in dieser Bibel gelesen. Und es hat mich immer mehr begeistert. Aber die Zusammenhänge darin habe ich nicht verstanden. Und so seltsam das war, als ich wieder zurück war, traf ich in einen Handwerker, ich selbst bin Verputzer, Stuckateur, der hat ja gesagt, ja, wir haben jetzt einen Bibelkurs. Und ich sagte, ach, das brauche ich nicht. Und er sagte, doch, du brauchst ihn, komm vorbei. Und ich machte diesen Bibelkurs mit 10 Abende. Und der Leiter dieser Gemeinde fragte mich, glaubst du auch an Jesus? Und ich sagte, ja, irgendwie glaube ich, gibt es da eine höhere Macht. Aber so, was in der Bibel im Einzelnen steht, da ist so vieles drin, was ich nicht glauben kann. Für mich war Jesus eher ein guter Mensch, der es begriffen hat, der die Gottesbotschaft verstanden hat und in besonderer Weise zu leben vermochte.
Aber dass er wirklich auferstanden ist von den Toten, erschien mir einfach zu absurd. Ich brauchte irgendwie Beweise. Und der Pastor sagte, wenn du wirklich wissen willst, ob Jesus der Sohn Gottes ist, dann kannst du ihm das selber sagen. Und er betete mir vor und ich betete nach. Ungefähr so haben wir gebetet, Herr Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du der Schöpfer dieser Welt bist und wenn du allmächtig bist, dann komm mir doch entgegen. Ich möchte mich verpflichten, Schritte auf dich zuzugehen und du versprichst in diesem Wort in deiner Bibel, dass du denen, die dir nahen, dass du dich ihnen nahst. Ja, ich habe mich aufgemacht, in der Bibel zu lesen. Ein Ehepaar aus Plettenberg hat 6 Jahre mit mir jede Woche sich einmal getroffen und sie haben mir sozusagen so den roten Faden durch die Bibel gegeben. Durch sie durfte ich auch wissenschaftliche, christliche Tonträger kennenlernen. Roger Libby, Werner Gitt. Was mir dann sehr geholfen hat, zu glauben, was in der Bibel steht, war eben, dass so viele Prophetien, Voraussagen aus der Bibel eingetroffen sind. So zum Beispiel, dass das Volk Israel nach vielen Jahren der Zerstreuung wieder in ihr Land zurückkommen wird, was ja im letzten Jahrhundert der Fall war. Was mich sehr bewegt hat, war, dass 600 Jahre bevor Jesus Christus auf die Erde kam, in dem Buch Jesaja im 53. Kapitel schon stand, dass Jesus Christus für unsere Sünden leiden und sterben wird am Kreuz. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und so kam ich immer mehr zu dem Entschluss, dass die Bibel eben nicht ein Buch mit schönen Geschichten ist, sondern dass der eigentliche Autor dieses Buches nur Gott selber sein kann. Und so war ich dann auch als Kommunist total herausgefordert. Denn als Kommunist dachte ich doch, wenn die Welt sich verändert, wenn sich die Umstände ändern, dann kann das Gute, was im Menschen steckt, auch mehr nach außen dringen. Dann wird das Schlechte zurückgedrängt. Aber die Bibel sagt das gar nicht, sondern die Bibel hat uns gelehrt, dass im Sündenfall von Adam und Eva das Böse in diese Welt kam, auch in uns Menschen hinein. Und Jesus kam in eine Welt, die getrennt ist von Gott, von Menschen, die von ihrem Schöpfer nichts wissen wollen. Sozusagen wie eine Brücke von Mensch zu Gott, als ein Mittler, der uns zeigt, wie Gott ist und dass Gott uns seine friedvolle Hand reicht in der Person von Jesus. Egal, ob du in der Friedensbewegung aktiv bist, ob du Kommunist bist, ob du in einer sozialistischen Organisation bist. Wenn du wirklich Frieden haben möchtest, wenn du für eine gerechte Welt eintreten willst, dann ist das Erste, was wir brauchen, Frieden mit Gott. Dann ist, was du brauchst, Frieden mit dem, der dich erschaffen hat, mit dem Schöpfer. Und dazu möchte Gott dich einladen, Frieden mit ihm zu haben.